Ja, herzlich willkommen. Nun schon zum siebten Teil in diesem Let's Play zu Unpacking. Ich habe mich beim letzten Mal schlicht verzählt. Das war schon die sechste Folge. Und jetzt mit der siebten Folge gehen wir ins Jahr 2015, auf das ich mich schon sehr freue. Denn wir haben ja in der letzten Folge schon so ein bisschen geschaut, was vorausgeschaut, was also faktisch auf uns zukommt. Und ich würde ganz gern einsteigen, wie beim letzten Mal auch, mit einem kleinen Rückblick. Und zwar nicht, dass wir jetzt direkt in das Jahr gehen, sondern noch einmal ins Jahr zurück, 2013, mit zwei zentralen Dingen. Ich hatte vielleicht schon darauf hingewiesen, also was ich, oder drei zentralen Dingen, was ich, oder vier zentralen Dingen, die sich für die Person geändert haben. Zum einen scheint sie ein sehr einschneidendes Erlebnis gehabt zu haben, denn sie benötigt einen Gehstock. Sie ist, um das nochmal zu sagen, noch nicht allzu alt. Also sie ist, wenn wir 97 angefangen haben und gesagt haben, da ist sie 13 Jahre alt. Und dann sind wir 2013 gewesen. Also 26, 29 Jahre, also zwischen 29 und 30. Und das scheint in dieser letzten Lebensphase passiert, irgendwas passiert zu sein, also dass sie diesen Gehstock benötigt. Und möglicherweise war das Erlebnis so einschneidend, dass sie tatsächlich eher bewusst mit dem umgeht, was sie auszeichnet. Zum Beispiel mit ihrem jüdischen Glauben. Und zum anderen, das ist mir aufgefallen, mit einem Paar Regenbogensocken. Und möglicherweise ist sie tatsächlich Teil der LGBTQ-Bewegung und sympathisiert zumindest mit ihr. Also das heißt, das wäre wichtig für sie persönlich. Und dann zum zweiten, oder zum, das ist der erste, zweite, dritte, vierte Punkt, nimmt sie wieder ihre Zeichentätigkeit auf, und zwar mit einem eigenen Zimmer für sich, in dem sie arbeitet. Und jetzt schauen wir doch mal, wie das Ganze weitergeht. Das haben wir uns schon genauer angesehen. Das heißt, auch das ist natürlich eine Setzung, hier kommen nur meine Bilder hin, dass sie sich sehr bewusst ist darüber, was sie macht. Jetzt springen wir in den November 2015. Hier ist unsere Protagonistin mutmaßlich zwischen 31 und 32 Jahren alt, also ungefähr in dem Bereich, also den frühen 30ern. Und wir schauen einfach mal rein, was sich jetzt hier tut. Und ich würde mich noch schnell wieder ein wenig kleiner machen, damit ich nicht den ganzen Screen verdecke. Und gehe jetzt mal ins Spiel. Okay, also es hat sich nichts geändert, es ist noch dieselbe Wohnung. Und es ist eine Couch dazugekommen und ein Punkt, den wir beim letzten Mal uns schon gesehen haben, sie war in Schweden. Und jetzt sieht man so, wie sie nach und nach die ganzen europäischen Länder abklappert, also Frankreich, Italien, Großbritannien, Niederlande und Schweden. Und wir haben immer noch keinen Hinweis darauf, wo sie denn nun eigentlich herkommt. Also ich denke aber, dass sie in Europa lebt. So, jetzt werden wir das Ganze mal so sortieren, dass wir die neuen Sachen hier unterbringen. Also es sieht ja so aus, als ob hier jemand einziehen würde. Und dieser jemand hat einen großen Faible für Pflanzen. So, schön, dass man das hier so überhaupt nicht symmetrisch abstellen kann. Und diese Pflanzen stellen wir doch aufs Fenster. Da bekommen sie schön viel Licht. Das finde ich nicht so ideal. Da können wir was hinstellen. Und so eine. Halt, Moment, jetzt machen wir. Der große passt eher direkt hier hoch. Kann man das vielleicht so stellen hier, dass man die Pflanze daneben bekommt noch? Hatte ich mir jetzt so schön überlegt, aber dann eben nicht. Okay, dann fangen wir mal an auszupacken. Was ist das? Okay. Kleine. Ah. Okay,
Okay, das sind neue Satz Bücher. Aha. Da setzt sich jemand offenbar mit Film auseinander. Und bringt ein eigenes Notebook mit. Ein eigenes Kissen. Noch ein Kissen. Und eine bequeme Decke für die Couch. So. Das sieht mir nach einer Blu-ray aus. Ein Regenschirm. So. Also, wir packen hier viele Dinge aus. Ah. Wir packen hier viele Dinge aus, die den Hinweis darauf geben. Erstens nicht nur, dass diese Person viel liest. Das scheint Spiele zu sein, sondern das ist vor allen Dingen es scheint vor allen Dingen von den Farben her jemand, der gern spielt. Ah, jetzt habe ich gedacht, jetzt habe ich hier das Spielzimmer noch. Ah, habe ich ja gar nicht. Anti-Hero Season 2. Wo hängen wir das hin? Anti-Hero Season 2. Also, jemand, der aus derselben Ecke zu kommen scheint, also was so Begeisterung fürs Spielen angeht, wie unsere Protagonistin. So. Aber was ich sagen wollte, ist, die unabhängig davon, dass die Person, glaube ich, sehr, sehr viele Filme schaut, scheint es eine Frau zu sein. Was ist das denn? Ach, du große Güte, das ist Dünger. Oder Erde oder sowas. Okay, da müssen wir sowieso noch mal ein bisschen umsortieren. Also okay, ich denke, wir können das Notebook können wir mit ins Arbeitszimmer stellen. Da kann man ja zusammenarbeiten, wenn das geht. Die Erde packen wir, glaube ich, in die Küche oder die Spüle. Da ist ja zum Glück noch ein bisschen Platz. Okay, was haben wir dann? 750.000 DVDs. Die Reiseerinnerungen, die packen wir mal alle. Ne, da ist eigentlich schade drum, ne? So, müssen wir hier nochmal umsortieren. Also, dieses Setzkastenzeug, wo packen wir das hin? Das nehmen wir mal hier rein. Kann man das auch an die Wand hängen? Ja. Das natürlich nicht. Ach, da kann man es hinstellen. Da ist ein guter Platz dafür. Dann nehmen wir die Sprühflasche und die Gießkanne, setzen wir unten drauf. Moment, hier mal schnell gucken, dass wir das vielleicht so einsortieren. Ich suche nämlich immer noch nach einem Platz für die Monster. Wo wir die thematisch natürlich auch dort rein sortieren könnten.
gehören sie eher hin. Dann können wir die Bücher, glaube ich. Da haben wir die DVDs hier rein. Die Blu-ray ist da rein. Alle schön einzeln, klar. So, passen die da alle rein? Ja, das sieht gut aus. Haben wir sogar noch ein bisschen Platz, das heißt, da können wir noch ein paar größere Bücher mit reinstellen. So, und das dicke noch hier. Ne, das passt natürlich nicht. Passt das noch rein? So, können wir das doch lassen. Das sieht doch gut aus. So. Und den bekommen wir denn nicht hier rein? Das wundert mich. Das ist alles nicht so ganz optimal. Da können wir das auch hier oben stehen lassen. So, okay. Dann haben wir, glaube ich, hier eine ganze Menge Bücher, die alle etwas kleiner sind, aber wunderbar hier reinpassen. Den können wir oben drauf stellen. So, die Reiseerinnerung. Moment, das machen wir so. Das wird den. Das stellen wir so. So ist doch gut. Dann können wir nämlich hier hinten noch diese lustigen. So, die Untersetzer können, glaube ich, eigentlich hierher. Und die Auszeichnung, die stellen wir mit dahin. Also das heißt, also da steht der Router. So. Für die Spielesachen finden wir bestimmt auch noch ein paar. So. So ist okay. Mal sehen, ob das so gut geht. So. Jetzt schauen wir doch mal. Jetzt haben wir das Wohnzimmer. Ach ne, hier sind noch zwei Bücher. Ist eigentlich ziemliche Platzverschwendung da unten, ne? Aber vielleicht finden wir noch was Schönes. So, und die Töpfe, die stellen wir mal mit. Der Toaster da innen drin, das nervt. Jetzt haben wir die Erde nicht untergebracht. So geht's vielleicht. Okay. Also Töpfe verstaut, Blumentöpfe. Also ich zieh's mal ein bisschen auf. Also das heißt, ja, es scheint eine junge Frau einzuziehen und das bestätigt die Beobachtung tatsächlich vom Anfang. Also sie leben ja zusammen. Und das ist doch sehr schön. Jetzt hoffe ich, dass ich jetzt den ganzen Schrank nicht umsortieren muss, aber offensichtlich lebt unsere Frau unsere Protagonistin mit einer anderen Frau zusammen. Und möglicherweise leben sie auch in einer Beziehung. Das wird jetzt hier noch nicht so richtig deutlich. Ich nehme es aber an, weil sie sich tatsächlich ein Bett teilen. Und jetzt schauen wir mal an, was sie noch alles mitbringt hier für die Küche. Okay. So, das sieht mir doch sehr asiatisch aus. Also ein Reiskocher, so wie es aussieht. Und, naja, jetzt kommen schon hier die Zutaten. Ah, Kühlschrankmagnete. Sie scheint
Ach, das sind alles Magneten. Okay. Gut. Also sie liebt Kühlschrankmagnete. Die machen wir erstmal alle ran. Eine ganze Menge Gewürze kommen dazu. Und Soßen. Die stellen wir natürlich alle auf den Ofen, dort wo sie hingehören. So. Die kleinen Sachen vorn. Die großen Sachen hinten. So, und jetzt versuchen wir mal den Rest hier unterzubringen. Also wir haben noch einen Wasserkocher. Ich glaube, da stellen wir den Reiskocher hin an die Position. Oder was auch immer. Das ist ein Brotbackautomat oder was? Kann man nicht so richtig entscheiden. Das sieht allerdings sehr danach aus, als ob sie gern Sachen tatsächlich auf eine spezifische Art servieren möchte. Also sieht sehr asiatisch aus. Alles in allem. So, jetzt müssen wir das hier lauter wegräumen. Und die Küche wird ganz schön eng. Na gut. Aber noch geht es ja noch. Es ist, glaube ich, nicht so voll. So, den komischen Fisch damit rein. Okay. Wir probieren mal noch die kleinen Backformen hier noch mit raus zu sortieren und hier oben rein. Das würde bedeuten, wir können hier. Nee. Nein. Die Löffel hier einsortieren und hätten dann hier Platz für die Ausstechform. Und das sieht doch gut aus. Jetzt können wir das kommt mit hier oben drauf. Und dann haben wir noch zwei Tassen, die aus dem ähnlichen Sammelsurium zu kommen scheinen, wie das unsere Protagonistin. Und jetzt haben wir hier noch zwei Tücher. Der Wasserkocher kann gerne hier oben drauf sein. Dann können wir oben noch dran ein bisschen Platz machen. Dann können wir den Toaster eigentlich noch mit hochstellen. Das passt doch prima. Wo legen wir jetzt die Geschirrtücher hin? Ich probiere es jetzt erstmal hier. Nee, das geht nicht. Da geht's, aber das liegt nicht gut da. Hinhängen können wir es nicht. Kann ich die da oben mit drauflegen? Nein, auch nicht. Ach komm, schauen, wo soll ich denn die jetzt hinlegen hier? Ja, das passt doch. Ah, na gut, dann legen wir sie dort rein. So, das ging schnell. Ah, der Mörser noch. Ey, jetzt sag bloß nicht, dass ich hier oben keinen Platz für den Mörser habe. Na, probieren wir es mal. Ein bisschen zurecht sortieren werden wir es ja noch können. Dann passt er dann vielleicht da rein. Super. Das ist doch gut. So, im Arbeitszimmer müssen wir gar nichts machen. Hier ist neu dazugekommen. Ein paar Sachen neu dazugekommen. Hier die vier kleinen Figuren um den Monitor herum. Ach, das ist überhaupt ein neuer Rechner. Okay, das sieht schon ein bisschen professioneller aus als das alte Ding. Wir machen ihn mal an. So, halt. Ich wollte ihn eigentlich anmachen. Schau mal. An den Figuren ist dazu gekommen dieses als neue Skizze. Ist nach wie vor ein Windows-System. Mit der Brücke, die haben wir vorhin gesehen. Beim letzten Mal gesehen, ich glaube, auf die Brücke hat sie geschaut aus der Wohnung, als sie mit dem jungen Mann zusammen gewohnt hat. Aber ich will jetzt mal nicht zu viel reininterpretieren. Also, es ist jedenfalls die Brücke. Und dann haben wir hier ein Polaroid, wie es scheint. Hier schon, wie gesagt, neue Entwürfe. Das haben wir beim letzten Mal schon gesehen. Und hier sind
Auszeichnung dazu gekommen. Diese beiden Auszeichnungen gehören unserer Protagonistin. Diese Auszeichnung bringt die Frau mit, die hier einzieht. So, und jetzt schauen wir doch mal, ob wir richtig liegen. Hier ist ein paar Kopfhörer. Aha. So, das sieht tatsächlich eindeutig nicht nach Männerschuhen aus. Gut, okay. Also sie lebt hier in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung, so wie es ist, ausschaut. Schön. Dann hat sich, dann war das mit den Socken tatsächlich ein guter Hinweis. So, mal schauen, ob wir das hier alles unterbringen. So, das sieht aus nach einem. Also ich jetzt auf den, hätte jetzt auf den ersten Blick gesagt, das ist ein Badethermometer. Aber vielleicht liege ich damit auch falsch als ein Badethermometer. Aber es ist ein. Also ein Stift und ein Notizblock. Die Person scheint zu schreiben. Was ist das? Das sieht mir auch aus wie eine Federmappe oder wie eine Stiftmappe. Jetzt gehen wir mal zurück. Also ein Kleid, noch ein Bügel. Oh, einfarbige Bügel. Eine Hose. Wäsche, Pullover. Was war das? Noch eine Hose. Oh, sehr farbenfroh. Okay. Ach, der große Gott. Ist das denn? Eine Nackenrolle epischen Ausmaßes. Ah, das ist dasselbe, das ist das Anti-Hero 3. Also möglicherweise, also die haben sich bestimmt über die Gaming- oder Film-Community kennengelernt. Da sind sie ja beide affin. Und sortieren sich jetzt ihr Leben hier zusammen, wie es scheint. Okay, also das komplette Fan-Outfit hier. Shirt und Kappe. Dann haben wir ein Kleid. Das können wir damit. Noch ein Kleid. Noch ein Bügel. Okay, also sie trägt gerne Kleider. Was ist das denn? Ist sie Ärztin oder Rettungssanitäterin? Dann braucht sie natürlich. Sie ist vielleicht Ärztin. Ja, also das heißt, das sieht mir so aus wie ein Walkie-Talkie. Wozu braucht sie im Schlafzimmer? Walkie-Talkies. Also sehr feminin, also in der Bildsprache dieses Spiels. Oh, soll ich das denn hinstellen? Ein Schminkset. Ach so, hier haben wir ein bisschen mehr Platz. Ach, das ist ja super. Okay. Okay, da haben wir also im Schrank ist schon Platz gemacht.
Warum kann ich denn da nichts drauflegen? Das ist doch Quatsch. So, na, mir soll es egal sein. So, jetzt probieren wir erstmal, ob wir den Rucksack hier noch davor kriegen. Das sieht doch sehr gut aus. So. Jetzt schauen wir mal kurz hier rein. Da haben wir faktisch keinen Platz mehr zum Hängen. Jetzt sowieso ein bisschen umhängen, da ist auch egal, welchen Bügel wir für wen verwenden. Ich zoome mal ganz kurz ein bisschen raus. Draußen ist übrigens gerade Kirschblüte. Es scheint, also ich habe jetzt nicht auf die Jahreszeit geschaut. Also vielleicht ist ja sogar Frühling. So, jetzt können wir die ganzen kleinen Oberteile 1, 2, 3, 4, 5. Sie hat auf alle Fälle zwei Kleider, die müssen wir hängen. Das heißt, wir können hier einfach mal ein bisschen vorhängen. So, die ganzen Blusen. Und wo waren denn jetzt die Kleider? War das ein Kleid? Das war eine Jacke. Das waren Kleider. Oder? Nee. Täusche ich mich jetzt so sehr? Ich dachte, das wäre ein Kleid gewesen. Achso, da brauche ich aber eine Hosenbügel dafür. Nee, brauche ich nicht. Siehst du? Gut. Kurze Kleider, keine langen. Was ist das gewesen? Das ist ein Pullover, der kann normal in den Schrank. Da brauche ich jetzt nicht. So. Was wir aber auf alle Fälle machen müssen, ist das. Jetzt schaue ich mal schnell, ob unser Kürbisteil hier noch da ist. Nee. Also, aber der war, glaube ich, auch schon, der ist, glaube ich, auch im letzten nicht mehr da gewesen. Aber da müsste ich jetzt lügen, das wüsste ich jetzt nicht mehr. Also es ist durchaus möglich, dass der bereits im letzten da gewesen ist. Aber das weiß ich nicht mehr, gebe ich ehrlich zu. So, da können wir die Wäsche mit reinsortieren. Also alles sehr punktlastig. Also ich mag Punkte. Sieht man ja auch mit Kleidern, ist alles gepunktet. Also natürlich schon sehr Stereotyp erzählt, wenn man so will. Zumal ich jetzt noch nicht so richtig noch ein anderes Muster erkenne darin, aber das muss man ja auch nicht. So, jetzt haben wir hier noch ein paar Sachen, die können wir jetzt hier übereinander reinstapeln. Für die Hosen hat sie leider keine, wie sagt man, Hosenbügel? So, aber so sieht es doch gut aus. So, dann haben wir hier die Sachen drin. Jetzt brauchen wir noch einen Platz für die Schuhe. Und sie bringt drei Paar mit. Ah, da stellen wir sie am besten so, das ist okay. Und die kriegen wir doch schön da oben nebeneinander. Halt, noch Sandalen. Und den Kopfhörer, den legen wir... Wo packen wir den Kopfhörer rein? Da ist er gut. Das war die kleinen. Achso, da ist ja noch ein ganzer Karton, den habe ich gerade gesehen. Oh Gott, der Mann. Ach, noch eine. Ich habe gedacht, ich bin fertig hier. Jetzt kommt noch ein ganzer Karton. Ey. Okay. Eigenes Plüschtier. Damit ist der Platz für die Taschen weg. Ach komm jetzt. Jetzt kommen jetzt hier noch die Kleider und die Hosen raus. Ey. Na gut, das ging ja nochmal gut. Stellen wir doch die... Das geht natürlich nicht, ist klar. So.
So, dann müssen wir das so sortieren. Das scheint mir sowieso besser zu sein. So, wo stellen wir jetzt die Stiefel hin? Gibt es eigentlich nur einen Platz dafür? So. Stehen zwei wahrscheinlich falsch, aber es ist egal. Tür geht noch zu. Sehr schön. Und dann können wir die... Das ist vielleicht auch nicht so ganz ideal mit den... Aber da können wir die Taschen gut hinstellen. Ein bisschen Platz zum Hängen haben wir noch. So. Wo hatten wir ihre Hosen? Die waren da. Und dann können wir hier eigentlich, glaube ich, noch den Rock drauflegen. Gut, dann haben wir das. Na gut, jetzt haben wir die Unterwäsche nicht zueinander sortiert. Aber das sollte sich eigentlich mit der ersten Waschmaschine auch erledigt haben. Gut, okay. Das heißt, wenn wir beim letzten Mal den Eindruck hatten, der Schrank ist doch ein bisschen groß für eine Person, dann hat sie das schon erledigt jetzt. Aber ich brauche noch einen Platz für diesen, für den Schminkkoffer. Und den können wir doch, ich probiere den mal im Bad unterzubringen. Da gehört er ja schließlich hin. Aber so richtig Platz ist da auch nicht dafür. Wollen wir mal versuchen, die... Das sieht doch gut aus. Das ist doch gut. Das ist zwar unpraktisch, weil wir jetzt das ganze Zeug davor stellen. Aber probieren wir es erstmal so. Also das Schlafzimmer sieht sehr gut aus. Wozu braucht man Walkie-Talkies? In welchem Beruf braucht man Walkie? Ich denke, sie ist sowas wie eine Rettungssanitäterin. Das würde sonst, also irgendwie so. Wir sind schon wieder über der halben Stunde drüber im Übrigen. Aber wir haben ja nicht mehr so viel zu, auszupacken im Moment. Arbeitszimmer ist fertig, Küche ist fertig, Wohnzimmer ist fertig. Dann machen wir das Bad jetzt noch schnell. Ich glaube, das ist das, darauf setzt das, legt das Spiel das ohnehin an. Ach, du große Güte. Ich hätte es mir denken können. Jetzt kommt hier natürlich der... Das Komplettprogramm... Ach, wenigstens die Zahnpasta passt rein. Jetzt kommt ja das Komplettprogramm. Und nichts von all dem kann man stapeln. Was ist das hier? Was ist das? Das könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich denke ja, es ist ein Thermometer, aber... So, dann probieren wir das hier mal daneben zu kriegen. Ich glaube, das Bad wird eine Challenge. Ach süß. Das Bad wird eine Challenge. So, dann haben wir die Abschminktücher. Noch ein Kamm. Ah ja, so eine komplett leere Schublade. So, wir schauen aber erstmal in den anderen Zimmern, was nicht stimmt. Hier sieht eigentlich alles ganz gut aus. Im Arbeitszimmer passen Notebook und Auszeichnung nicht. Ja, dann stellen wir doch die Spiele hier hin. Die Bücher haben auch sicher Platz hier unten. Und dann können wir doch die... die Auszeichnung mit darüber stellen. Soll ich jetzt die Erde ins Wohnzimmer stellen? Halt. Die Gießkanne ist falsch. Da oben steht sie richtig. Okay, dann stellen wir sie doch da oben hin.
Kriege ich die Bücher hier noch mit rein? Okay, dann stellen wir es dorthin. Sieht nicht schön aus, aber es passt. So, was machen wir mit der Erde? Oder was auch immer das ist. Ist das jetzt euer Ernst? Das ist, also, dass ich das da hinstelle, ist okay, aber die Gießkanne nicht. Naja, sei es drum. Also, im Bad natürlich, da ist die. Kann ich das drehen? Nee. Okay, aber das kann ich da drauf hängen. Und das da drauf. Dann kann ich eigentlich. Das ist falsch an der Stelle. Okay. Muss das dahin? Dahin? Nee, es muss vor die Badewanne. Na gut, wenn es da wegkommt, haben wir natürlich hier viel mehr Platz für alles andere. Und können das Ganze, können das vielleicht noch, das kann noch mit hierher. Das packen wir mal hier rein. So, ich glaube, jetzt wird's eng. Kann man das stapeln? Nee, natürlich nicht. Ach Mensch, jetzt kennen wir nochmal. Gut, das ist schon mal gut. So, und was machen wir damit? Ich kann doch jetzt nicht hier alles hier draufstellen. Anscheinend aber doch. Also ich muss es wahrscheinlich genauso gar so machen. Aber dann sieht es halt so aus, wie es aussieht. So, okay. Also ganz schön voll. Und das muss hier irgendwo ins Schlafzimmer. Kann es da nicht hin? Das ist nämlich richtig da. Jetzt muss ich nur einen Platz finden für diesen komischen alten Rechner, den kein Mensch braucht. Dann nimm doch hier mal deine Shirts raus. Die kriegen wir doch bestimmt hier noch rein. Ich gucke erst mal, ob wir den Rechner in den. Nee, können wir nicht. Ah. Und die Rucksäcke? Die können wir vielleicht. Kann ich die Taschen hinter oder voreinander stellen? Das geht nicht wegen des Kleids. Ach Menschenskinder. Ja, ich will das gar nicht. Macht es einfach zu, die Kiste. Haben wir hinten noch Platz? Na, wir können ja die Röcke ein bisschen weiter vorhängen und dafür das Kleid mit hier hinter. Das würde bedeuten, dass wir hier nur einen Rock hängen und noch einen Rock. Und dann kriegt man da vielleicht die Handtasche noch mit unter. Und den Rechner vielleicht daneben. Das wäre doch hübsch. Nee, nicht dahin, das. Dahin. Jetzt den Rechner hier. Er ist natürlich zu groß. Klar. Ah ja, okay. So. Prima, bestens. So muss es sein. Und damit ist das Schlafzimmer auch fertig. Jetzt packen wir nochmal die Shirts um. Ja, müssen wir nicht. Okay, also vielleicht ganz kurz. In unsere Wohnung zieht eine junge Frau ein. Jetzt bringt eine Menge lustige Dinge mit. Also wie zum Beispiel ein eigenes Plüschtier, diesen Tiger und diese monströse Nackenrolle, eine Menge Pflanzen. Und ich weiß noch nicht genau, welchem Beruf sie nachgeht. Also sie hat hier ein Notizbuch und einen Zettel liegen. Das Fieberthermometer, was ich jetzt vielleicht falsch einschätze. Oder einfach nur so ein Thermometer, um die. Keine Ahnung, was zu bestimmen. Walkie-Talkies hat sie zwei. Sie scheint selber nicht hier in dem Kontext zu arbeiten, sondern sie benutzt im Wesentlichen,
ihr Notebook benutzt sie um zur für die Unterhaltung, bringt eine Menge Filme mit, ja, also eine Menge Blu-rays, ein paar Bücher, ein paar Spiele. Also das heißt so, das scheint so der gemeinsame Fokus zu sein von beiden. Und sie mag das Spiel oder den Film oder was auch immer, Anti-Hero, ja, weil sie davon, Anti-Hero Season 2, also das ist eine Serie, also eine typische Fernsehserie, und sie ist Fanboy, weil sie tatsächlich auch von eine Kappe und ein Shirt von dieser Serie hat. Und ich würde jetzt mal vermuten, dass es eine Serie ist. Insgesamt in der Bildsprache dieses Spiels etwas femininer ausgerichtet als unsere Protagonistin, was den Kleidergeschmack angeht und auch was die Farbauswahl angeht. Also eher typischerweise das, was man... Ach, wir haben ja... Eins habe ich ja vergessen. Menschenskinder. Das muss ja hier nicht so aussehen. Das muss doch nicht so aussehen. Das kriegt man doch vielleicht noch was rein. Aber vielleicht auch nicht wirklich. Das heißt drum. Das passt schon so. In der Bildsprache des Spiels. Und also wir sehen, offensichtlich fängt für unsere Protagonistin ein neuer Lebensabschnitt an, der vor allen Dingen möglicherweise sowohl beruflich als auch privat für sie eine spannende Zeit bringt. Und wir schließen das Ganze hier mal an der Stelle ab. So, und schauen noch mal, was sie zu den einzelnen Räumen sagt. Es war nicht einfach, aber die Mühe hat sich gelohnt. Okay, das ist mir jetzt nicht so ganz klar, worauf sich das bezieht, möglicherweise auf ihre Arbeit. Also auf die Auszeichnung vor allen Dingen. Ne? Also, dass sie viel investiert hat, aber mal sehen, was es zur Küche zu sagen gibt. Okay. Also möglicherweise zieht hier asiatische Küche ein in diesen Haushalt. Und also das Gerät, das kann ich nicht interpretieren. Das könnte ein Bruckbackautomat sein. Es könnte aber auch Reiskocher sein. Also ich glaube, vor dem Hintergrund neue Kulinaria ist ein Reiskocher wahrscheinlich, vor allen Dingen im Zusammenhang mit den ganzen asiatischen Gewürzen und Soßen, die hier dazu kommen. Schauen wir mal, was es zum Wohnzimmer zu sagen gibt. Okay. Also ist es für unsere Protagonistin ein Gewinn. Ah, sie genießt ihr neues Leben, so wie es scheint. Trotz des Handicaps, das sie immer noch hat. Ja. So, was gibt es zum Bar zu sagen? Ja, waren wir gerade Zeuge, wie schnell die voll geworden sind. Aber so ist es halt im Leben. So, schauen wir mal, was es... Vielleicht sagt sie hier, was sie ihrer neuen Lebenssituation... Ja, okay. Also gut, dass der Kleiderschrank so groß war. Ich schaue mal nochmal durch die Wohnung, ob ich noch einen Hinweis auf vielleicht gemeinsame Fotos finde, die mir noch im Gang sind. Aber da war jetzt auch nichts im Rucksack. Halt doch. Ha, okay, that's it. Das scheinen die zwei zu sein. Also wir wissen ja, dass das unsere Protagonistin ist, ja, mit dem braunen Haar. Und okay, also
Jetzt mal eine Vermutung, wir müssten dazu nochmal zurückgehen in die alte Aufzeichnung. Das würde ich jetzt nicht machen. Aber die drei Personen, die hier abgebildet sind, also der Mann mit dem Bart, ganz rechts außen, eine Frau mit einem Kopftuch, würde ich jetzt mal vermuten. Weiß ich nicht. Und sie haben wir schon mal auf einem Foto gesehen, zu dritt. Das konnte ich noch nicht zuordnen. Es scheinen Freunde zu sein. Und zu diesem Freundeskreis kommt hier eine weitere Person hinzu. Und das könnte sie sein. Also sehr wahrscheinlich, die Bildsprache in diesem Spiel ist ja sehr reduziert. Also das heißt, sie lernen sich im Freundeskreis kennen. Ist ja jetzt nichts Untypisches. Und es kommen ja noch ein paar mehr Buchstaben dazu. Kann man jetzt aber auch keinen Namen draus bauen. Okay. Aber ich würde jetzt nochmal zurückschauen wegen dieses Bilds. Wo ich das finde. Okay, wir schließen das Ganze jetzt mal ab hier an der Stelle. Das hatten wir schon. Und ich glaube, wir schauen mal hier rein. 2013. Also hat sie vorher allein gewohnt. So. Und das ist genau die Situation, die ich meinte. Das scheinen diese drei Personen, also die wir gerade gesehen haben, zu dritt zu sein. Und ein Jahr oder zwei Jahre, bald kurz darauf, ich lasse mal das Bild stehen, hier sieht man es. Januar 2013, November 2015, warum sind da die warum blühen dann die? Warum blüht dann der Baum außen? Das würde ja bedeuten, südliche Hemisphäre. Vielleicht interpretiere ich da jetzt auch zu viel rein. Also, wir warten mal ab, wie sich das entwickelt. Aber, ja genau, und hier sind die Personen nochmal. Da, auf diesem Bild. Und da kommt eine vierte Person hinzu und das ist offensichtlich die Person, die jetzt hier mit eingezogen ist und hier lebt. Die ein Faible hat für Pflanzen. Memes. Und Buchstaben statt Zahlen. Also das heißt, das sind so die sprachlichen, also die visuellen Zeichen, um zu zeigen, dass die beiden gut miteinander harmonieren. Okay. Schließen wir das Ganze jetzt mal ab. Jetzt wissen wir ein bisschen mehr über die beiden, obwohl ich noch nicht weiß, was sie beruflich macht, kann ich noch nicht sagen. Sie schaut gern Filme, braucht Walkie-Talkies, keine Ahnung. Und sie haben sich über den Freundeskreis kennengelernt. Und ich werfe mal noch einen Blick voraus, was jetzt passiert. 2018, also nochmal 3 Jahre später. Und das ist jetzt ein komplettes Haus. Wie es scheint. Ja, ist ein komplettes Haus. Wir gehen mal zurück. Die Musik hat sich auffällig geändert, aber die beiden ziehen zusammen ein. Also das heißt, es sind die jeweils unterschiedlichen Umzugskartons. Und wir gehen mal die Zimmer durch. Okay, was ist der Flur? Das ist aber schön. Mit eigener Waschmaschine. Und einem Trockner. Großartig. Okay. Einem Schrankzimmer. Im gemeinsamen Schlafzimmer. Ach. Ach, das ist ja schön. Okay. Also, einem Kinderzimmer, einem Babyzimmer. Kleinen Gästebad, einem tollen Arbeitszimmer, mit einem neuen höhenverstellbaren Schreibtisch, damit sie im Stehen arbeiten kann. Ach, das ist ja großartig. Okay. Der Küche, einem Esszimmer, keiner Küche. Die Küche? Na, da scheint jemand auf der beruflichen Volksladung ein bisschen nach oben gefallen zu sein.
tollen Wohnzimmer. Nur 3 Jahre später, ne? Okay. Also, da ich das Spiel kenne, nehme ich es mal gleich vorweg. Das wird unsere letzte Station sein. Und es ist schön, diese Station wieder zu entdecken. Unsere Protagonistin ist jetzt, wenn ich das richtig gerechnet habe, wir sind jetzt 2000. Moment, sind wir in die Albumauswahl nochmal gehen. Gehen wir zum Album zurück. Juli 2018, also es täuscht jetzt tatsächlich mit den Bäumen in dem letzten. Also wir sind in der nördlichen Hemisphäre. Und unsere Protagonistinnen ziehen jetzt in ein gemeinsames Haus ein, haben ein Babyzimmer eingerichtet. Und wir sind jetzt 21 Jahre nach Spielstart. 21 Jahre, das heißt, unsere Protagonistin ist 34 oder 35 Jahre alt. Ich bin sehr gespannt, wie sich das Ganze ausgeht. Und hoffe, dass ich das Unpacking Let's Play in den nächsten 2 Folgen werde beenden können. Also man hat ja schon gesehen, die Räume sind jetzt ein bisschen komplexer und es gibt viel auszupacken. Und das wird, glaube ich, der letzte Schritt sein in diesem Spiel. Und ich freue mich einfach darauf zu entdecken, was es jetzt noch zu entdecken gibt in den letzten Schritten in diesem gemeinsamen Leben mit Kind im eigenen Haus. Und bin vor allen Dingen gespannt, ob wir noch was über die berufliche Entwicklung unserer zwei Frauen tatsächlich in Erfahrung bringen können, wie die sich gemacht haben und was sie vor allen Dingen machen. Ja, also der Hinweis auf die Walkie-Talkies ist ja jetzt nicht gar so viel. Und vor allen Dingen bin ich gespannt, wer dabei schwer wird. Schauen wir doch einfach mal und versuchen das vielleicht beim nächsten Mal tatsächlich herauszubekommen. Bis dahin bin ich ganz herzlich Alexander Lasch. Ciao und ich freue mich sehr auf das nächste Mal.